Händchen. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Review von mir. Und zwar stelle ich euch heute die DX Rider Watch von Ghost vor mit Holder. Ja, also wenn ihr schon die Review zu meinem Belt gesehen habt, wisst ihr, dass so ein Teil auch dabei liegt, wenn man sich die Gates-Uhr kauft. Aber Toya sagt sich, ja, man trägt, der Typ trägt in der Serie zwei davon, also müsst ihr, wenn ihr die Ghost Armor haben wollt, euch nochmal so ein Stückchen Plastik holen. Aber okay, schauen wir uns erstmal die Verpackung an. Hier haben wir ganz groß Zio drauf, was so da lustig ist, was eigentlich eine Armor für Gates ist. Hier nochmal die Rückseite mit den Funktionen. Und hier nochmal Gates in Ghost Arms. Aber fällt auf, hier ist ja gar kein Bild von Ghost. Das war bei den kleinen Verpackungen immer ganz cool, dass da nochmal ein Bild von Ghost drauf ist. Aber okay, gut. Wie gesagt, ihr kriegt hier wieder so eine Halterung. Die packe ich jetzt nicht großartig aus. Wenn ihr sie genauer sehen wollt, schaut die Review zum ersten Belt. Ihr könnt dann hier reinmachen. Und dann rein und einfach wieder rausholen. Ja, ganz normal. So. Dann wollen wir uns jetzt natürlich direkt dem Belt widmen, den ich natürlich vorbereitet habe, wieder auf meinem Eimer. Ups, aber natürlich müssen wir uns das, das hier ansehen. Einmal haben wir wieder das Ghost-Logo und das Jahr, es ist 2015. Dann natürlich wieder. Finde ich sehr cool. Gut, dann wollen wir mal. Ja, haben wir uns den Ghost und ich finde den Sound ganz cool. Ich mache jetzt nochmal dunkler für den Finisher. Und dann schauen wir uns den Händchen auch nochmal in dunkler an. Dann sagt der Omega Time Burst, kam jetzt, weil es sehr laut war, nicht so rüber. Dann nehmen wir uns aber nochmal. Ja, wie gesagt, finde ich ziemlich cool. So, mache ich mal wieder heller. So. Also, was haltet ihr jetzt von der Uhr? Ich finde die super. Wie gesagt, weil diese Rider Watches sind allgemein ziemlich super, weil, ja, die können viel, die haben coole Sounds und auf jeden Fall, das, was das angeht, an Jubiläumsstaffel super. Was gerade bei der Serie so abläuft, na, eher so eine andere Sache. Aber vielleicht mache ich da beim Video mal drüber. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr meine aktuelle Meinung zu Kamera der SEO wissen wollt. So, ansonsten wünsche ich euch natürlich noch etwas und bis dann und ciao.